In diesem Video möchte ich euch zeigen, was im Sport das Prinzip der Belastungsdosierung ist. Das Prinzip der Belastungsdosierung sagt eigentlich nur aus, dass jede Person ein spezifisches Trainingsprogramm bekommt, beziehungsweise spezifisch auf seine Sportart bezogen trainieren sollte. Nehmen wir einen 100-Meter-Sprinter, der sollte natürlich eher kurze, schnelle Laufs machen, beziehungsweise Läufe, da es zu seiner Sportart besser passt. Er sollte also mit schnelleren Läufen trainieren. Nehmen wir jetzt aber einen Marathonläufer, der etwas über 42 Kilometer laufen muss. Dem bringt es gar nichts, wenn er auf 100 Meter Sprint trainiert. Denn am Anfang wird er nicht 100 Meter sprinten und am Ende reicht ihm die Kraft dazu nicht mehr. Das heißt, ein 42-Kilometer-Läufer muss nach dem Prinzip der Belastungsdosierung genau das trainieren, was ihn weiterbringt, nämlich Langstreckenlaufen. Und genau das ist das Prinzip der Belastungsdosierung, dass jeder nur das übt, was er braucht und nicht unnötige Sachen in den Trainingsbedarf einpackt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.